Hallihallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange. Ja, die letzte Folge haben wir erfahren, dass es Kate gar nicht gut geht. Wir haben Drohungen erhalten per SMS und auch als Bild in unserem Zimmer und Verwüstung. Ich bin gespannt, was uns diese Folge alles so verrät und ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. So, wir gucken vorab mal ins Tagebuch. Das hatten wir letztes Mal schon gelesen. Dann geht es jetzt hier weiter. Das Mysterium vertieft sich und es gibt kein Entkommen. Nachdem ich Victoria und Taylor auf Kate rumhacken hörte, ging ich in mein Zimmer und fand diese gruselige Fotomontage. Nur Nathan ist so gestört. Der Gedanke, dass Nathan hier war, um das zu arrangieren, ist echt übel. Ich muss hier besser auf mich aufpassen. Ein Überwachungssystem scheint mir jetzt weniger abwegig. Und noch mehr Drama. Ich erhielt eine bedrohliche Nachricht von einer unbekannten Nummer. Nathan? Victoria? Kein Plan. Ich muss echt Augen im Hinterkopf haben. Ich musste noch Kates Buch zurückbringen, also ging ich in ihr Zimmer. Ich wusste, es geht ihr nicht gut, aber nicht, dass es so schlimm ist. Alle Lichter aus, Jalousien unten, die totale Emo-Goth-Höhle. Und Kate ist das Gegenteil von Emo und Goth. Sie weinte nur im Dunkeln und es war traurig, sie so zu sehen. Noch trauriger war mein Wunsch, ein Foto von ihrem Leid zu machen. Kate gestand, dass mit ihr wohl mehr geschehen war als nur ein Video. Sie sagte mir, dass Nathan Prescott sie von der Party in die Notaufnahme fahren wollte. Und sie glaubt, er hat ihr etwas angetan, aber sie kann sich nicht erinnern. Es ist schwer zu glauben, dass Kate nicht wusste, was für ein Mensch sie ist oder Nathan. Ich habe selbst gesehen, wozu der Wichser fähig ist. Natürlich fragte Kate, ob sie zur Polizei und zum Direktor gehen solle. Ich kam mir super mies vor, aber ich sagte Kate, sie solle keinem was sagen, bis sie Beweise hat, dass ihr Drogen verabreicht wurden. Das Video hilft ihr kein Stück und das könnte mächtig nach hinten losgehen. Sie legt sich mit allen Prescotts an, nicht nur mit einem reichen Jungen auf Drogen. Sie mochte meine Antwort nicht. Sie traut mir die Ermittlungen wohl nicht zu. Verständlich, oder? Manchmal frage ich mich, was ich eigentlich tue, außer mir noch mehr Ärger einzuhandeln. Kate schmiss mich sogar aus ihrem Zimmer. Hallo, Heldin des Alltags. Okay, so, hier haben wir nichts weiter. Nein. So, wir müssen jetzt den Bus nehmen und zu Chloe gelangen. Ein Gerüst, aha. Ansehen. The paint job looks great. Samuel knows his color schemes. Ja, kann man so sagen. So, wen haben wir hier? Hier haben wir Nathan und Vögel. The birds are flocking around Samuel. Okay. Ah, there's Samuel, up early, already communing with the critters. Hey Samuel, you're up early. Oh, hello young Max. I do love the early morning. Everything is so calm and quiet. And I can feel the animals waking up with me. Tiere. That's one thing I truly love about Arcadia Bay. It's all those cool animals in the forest. The squirrels always come in the morning for food. I can hear them whisper. What animals do you see in the forest? Ich sah ein Reh. Don't laugh, but I saw a doe that seemed to be looking right at me. Like it was trying to communicate. Oh, that's your spirit animal. Nothing weird there, except you saw yours. Could be a sign about your destiny. What do I know? My spirit animal is a squirrel. Schnee. So, what did you think about that freak snow shower yesterday? Another message from the Earth to get our shit together. I will say that Samuel hasn't seen anything like that before. I so don't want to get in the way of your morning ritual. See you later. Of course you will. See you later, alligator. Ja, wirkt ein bisschen, ja, leicht irre, aber hat ein Gespür für Tiere, was ihn schon wieder sympathisch macht. Ich bin gespannt, was wir noch so über ihn erfahren. Ein Football. Can't Blackwell have at least one no football zone? Anscheinend nicht. Essensreste. How hard is it to dump the trash into a bin? But I could use this to attract squirrels. Okay. Release the Kraken. Come on, squirrels. Time for your 15 minutes of fame. Na komm. I better not get near the bench or the squirrel won't take the food. Okay.
Kann ich ein Foto machen von dem Donut? Nö. Ah, jetzt kommt es. Okay. Oh, wie süß ist das denn? Wenn ich jetzt rangehe, haut es ab, oder? Foto. Yes. Another Pulitzer for the portfolio. Das schmeckt dem kleinen Eichhörnchen. Total süß. Okay, so, dann haben wir das Foto auch tatsächlich. Falscher Knopf. Und zwar hier in Episode 2. Upsala, das Eichhörnchen mit dem restlichen Donut. Das nächste scheint irgendwie ein Schild zu sein von dem Two Whales, denke ich mal, und die Sonne im Hintergrund. Mal schauen, ob wir das Foto schießen können. So, hier hinten waren wir ja schon mal, aber wir gehen hier nochmal hin. Ansehen. Warren told me that totem is named Tobanga for a reason nobody knows. Okay. So, da hinten sitzt noch jemand. Ich habe ihren Namen leider vergessen. Aber die war doch außer Clique von Victoria, oder? Taylor. I don't think I've actually seen Taylor alone without Team Victoria. Ja, genau. Aus dem Club von Victoria. Hi, Taylor. Hi, Taylor. Just because you were nice to Victoria doesn't mean I have to be nice to you. Lass uns nicht streiten, blöde Kuh. I don't want to fight with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk. For once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment, so talk. Victoria. Why do you hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. Herrische beste Freunde. I guess I've had mean, bossy best friends too. Better than having mean, bossy parents. I would love it if my mom was mean or bossy instead of sick. But whatever. We've had our talk. Moment. Okay, normal. Hi, Taylor. Hi. Überspringen. Deine Mutter. I've heard that your mother was sick. I'm so sorry. What happened to her? Well, if you do care, my mom had back surgery. Victoria was there for me. Like you are for Kate. I'm not about tearing people down, Max. I know. That's why I wanted to talk. I'm glad we did. Okay. Vielleicht well, that conversation didn't suck. Give peace a chance. Ja, genau. Sie scheint ein bisschen netter zu sein in Abwesenheit von Victoria. Hi again, Taylor. Hey, that wasn't such a bad talk. We should do it again. See you later. Aha, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ich bin ja mal gespannt. Oh, schon wieder. Nicht im Ernst. Unbekannte Nummer. Dies ist Nathans Vater. Diese Nachricht soll dich wissen lassen, dass jeglicher Versuch, meinen Sohn zu diffamieren und zu erpressen, rechtliche Auswirkungen haben wird. Du bist nicht die erste Schülerin Blackwells, die es versucht, aber hoffentlich die letzte. Betrachte dies als letzte höfliche Warnung. Diffamieren. Was habe ich gerade gesagt? Diffamieren? Ich habe keine Ahnung. Okay, jetzt kriegen wir sogar schon Nathans Vater eine SMS. Sehr, sehr erwachsen. Und vor allen Dingen auch der Spruch, du bist nicht die Erste, wahrscheinlich auch nicht die Letzte, zeigt ja, was Nathan Prescott für ein Arschloch ist. So. The Prescott Dormitory? Good Lord, Nathans family owns my dorm? Yep. Und hier Max, haben wir Rory. He's over here. Hi. Warren is out and about already, too. Looks like he's waiting for somebody. Hi. Warren, what are you doing here? Well, nothing. Waiting? For a call? I mean, I already took the call. Anyway, I wanted to rap about that action yesterday. Das war irre. That was intense. Everything happened so fast. I owe you. Oh, yes, you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl,
She's pretty punk rock. How do you know her? Chloe Price. An old friend. Chloe Price. We haven't seen each other in a while. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rock star. Which begs the question, why is Nathan Prescott getting psycho on you? Halte ich lieber raus. He's dangerous. I don't want you to get involved. You got me there, but lay low. Nathan Prescott is going to get his karma soon. Weird fucking week. Like that bizarro snowfall yesterday? Speaking of dystopia, that drive-in is having a 70s Planet of the Apes marathon. Let's go ape! Okay. Yes, that's exactly what I need. I love those old-school ape films. Well, that was easier than I thought. Cool, I'll text you the info. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Ja, wir wissen's. Okay, den Bus nehmen. Oh nein, da ist Nathan Prescott. David talking to Nathan cannot be a good thing. This has something to do with Kate. Or Rachel. Mann, was hat David mit Nathan Prescott zu tun? Fragen über Fragen. Ein sehr großes Drama. Die Musik ist sehr, sehr schön in Life is Strange, muss ich mal anmerken. Blackwell Academy Transportation. Catch some light and be alright for now. Crosses alone, heavy on your shoulders. Sirens inside you, waiting to step forward. Disturbing. Da sehen wir den Leuchtturm im Hintergrund. Ein schönes Örtchen auf jeden Fall, muss man ja mal anmerken. Try to take it from me. It's mine. I wouldn't dream of it. I'm gonna be a millionaire. Hope nobody steals my lottery. Talk about going back in time. The diner looks exactly the same. Hallo, alter Mann. I bet he's seen a lot of changes to Arcadia Bay in his lifetime. No time for chit-chat. I'm a millionaire. Yep. Got my lottery ticket right here. Waiting for the bus so I can cash it in. Ich drück dir alle Daumen. Eine Frau? She looks busy and stressed. Ja. Hi. You look lost. Close. Do you know if the bus has come yet? The online schedule isn't working. Bin gerade ausgestiegen. I just got off the school bus, but I'm sure the regular bus is coming too. Oh, that's a relief. I can't be late for this job interview. I can't believe I have to take a bus all the way to Newport just to find a second job. Are things that bad here? Where are things good? I can't even afford to live here. Well, good luck. Thanks, I sure need it. Und eine SMS. So. Hurra, Frühstück. Keine Emojis,
Spät dran, schnapp dir einen Tisch im Diner, Mama füttert dich. Das hoffe ich, vielleicht schaffst du es zum Mittagessen. Ja, okay, so. Hier ist das Schild. Das müssen wir... Nee, das da müssen wir, genau, das müssen wir fotografieren. Ansehen. That sign reminds me of so many times I ate here with Chloe and my family. Da machen wir doch sofort ein Foto. Okay, wir haben das Foto gemacht. Okay, dann fehlen nur noch zwei, eine von einem Knochen und wahrscheinlich irgendwie eine Art, ja, Graffiti oder sowas. Man weiß es nicht. Ja, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bin gespannt, was uns Life is Strange noch so alles an Stories offenbart. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!